Hey, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um einen super tollen, interessanten und wunderschönen Vogel, um die Schwäne. Wenn ein Schwan vor mir stehen würde, so ganz dicht, dann könnte er sich, wenn er den Hals lang macht, hier ungefähr mit dem Schnabel bis zu meinem Kinn gehen. Bis 1,60 Meter kann ein Schwan nämlich groß sein. Und die Flügelspannweite, also wenn sie die Flügel ganz ausbreiten, die kann bis über 2 Meter sein, genau genommen bis 2,40 Meter. Guck mal, das hier sind 2 Meter, das ist ganz schön groß. Ein Schwan kann bis zu 20 Jahre alt werden. Und noch viel, viel mehr Interessantes hören wir gleich von der Lisa. Ich freue mich. Wenn jetzt keinem der beiden Partner was passiert, bleiben ja Schwäne in der Partnerschaft ein Leben lang zusammen. Und wo bauen die ihr Nest? Die leben ja nicht auf Bäumen. Nee, die leben nicht auf Bäumen. Die bauen ein schwimmendes Nest an Ufern. Und das sind mitunter ganz, ganz große Nester. Also die sind richtig, richtig groß. Und das wird, da wird alles Mögliche angeschleppt. Äste, teilweise relativ dicke Äste sogar. Manchmal auch Unrat, den die Tiere finden. Das ist nicht immer ganz so schön. Die nehmen ruhige Stellen in den Gewässern, also bei Flüssen oder so. Wenn das so eine Biegung macht an einem ruhigen Wasser, dann machen die das dort. Die sind nicht dumm, die machen das nicht mitten in den Fluss. Was fressen Schwäne, wenn die draußen sich selbst was zu futtern suchen, was ja normal ist? Der holt sich mit dem Schnabel die ganz kleinen, feinen Algen vom Grund hoch. Kleine Pflanzen, Uferbepflanzung, all das. Davon leben die eigentlich hauptsächlich. Hilft es den Schwänen, wenn wir ihnen zum Beispiel im Winter auch ein bisschen was zu fressen anbieten? Und was wäre da gut für sie? Ja, das hilft auf jeden Fall. Also im Winter sind die Teiche und Seen zugefroren. Da ist auch nicht mehr so viel Grün. Also auf jeden Fall hilft es den Tieren. Aber was wird häufig gefüttert? Brot. Und das ist ungefähr so, als würde man sich ständig nur von Burgern ernähren. Davon kriegt man Bauchschmerzen. Die Tiere können das gar nicht gut verdauen. Und das tut denen auch auf Dauer überhaupt nicht gut. Die kriegen davon Durchfälle. Deswegen ist es einfach schöner, man bringt den Salat mit. Und das ist auch das, was sie, denke ich, lieber essen. Und ich sehe das hier in meiner Station, wie viel Salat die täglich essen. Das mögen die einfach viel, viel lieber. Du hast eine Wildvogel-Auffangstation, das heißt, zu dir kommen Vögel aus der Natur, die entweder die Eltern verloren haben oder die verletzt worden sind. Warum sind diese Schwäne bei dir gelandet? Also diese zwei kleineren Schwäne sind zu mir gekommen, weil sie keinen Anschluss mehr an ihre Eltern hatten. Der eine war geschwächt und der andere war richtig, richtig krank. Also auch durch Menschen verursacht krank. Und das hat sehr lange gedauert, bis er wieder gesund geworden ist. Jetzt sind die beiden so weit, dass sie bald raus können, sind auch alt genug. Und der Große ist letzte Woche gekommen. Der war mit Angelleine ans Ufer gefesselt und konnte sich tatsächlich gar nicht mehr groß bewegen. Und das haben Leute vom Kanu aus gesehen und haben das dann gemeldet. Das heißt, er hatte sich verheddert, weil jemand da Müll zurückgelassen hat, so einfach gesagt, oder? Das ist sehr gefährlich für die Tiere zum Teil. Das heißt, wenn ich irgendwo am Ufer unterwegs bin, von einem großen See oder vom Fluss, immer eine Tüte mitnehmen und einen Handschuh und das, was ich an Müll finde, so Schnur, was ist das Schlimmste für die Tiere? Angelschnüre. Und da sollte man tatsächlich einen Erwachsenen bitten, das auch einzusammeln, weil diese Angelhaken sind unglaublich gefährlich. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber auch Plastiktüten, die kommen da mit dem Kopf rein, die kommen dann, verheddern sich, kommen da nicht mehr raus. Also alles, was man so sieht, was dort nicht hingehört. Am besten mit den Eltern gemeinsam dann einsammeln. Genau. Und selber nichts liegen lassen. Zurzeit hast du in der Station auch einige Entenküken. Die sind jetzt ungefähr 3 Wochen alt. Also unterschiedliche Alter, unterschiedliche Größen, das sind alles Waisen. Wenn man Entenküken alleine auf dem Wasser findet, wo sie nicht mehr raus können, muss man sie rausholen. Die sterben einfach an Entkräftung und an Unterkühlung.
die haben das Gefieder nicht. Die haben jetzt das richtige Gefieder dafür, dass die auch mal lange auf dem Teich bleiben können. Aber wenn sie ganz klein diese sind. Diese ganz klitzekleinen, fluffigen, die können ohne Mama nicht auf dem Teich sein. Und ganz häufig ist der Teich oder manchmal gehen die auch in so Springbrunnen und kommen da nicht mehr raus. Und die muss man dann tatsächlich retten. Ja. Also Augen offen halten, immer, wenn ihr draußen unterwegs seid. Vielleicht noch zu beachten zwischen März und Juni. Da gibt es Nachwuchs bei Familie Schwan. Da einfach auch Abstand halten, von der Ferne beobachten. Nicht die Familie, die Küken stören. Und ansonsten, wenn ihr beobachten wollt, einfach gucken, wo gibt's Enten, wo gibt's Schwäne. Nehmt einen Salat mit, guckt mal, ob ihr was füttern könnt. Und freut euch einfach an dem, was ihr beobachten könnt. Viel Spaß dabei.